Ihr habt die Kekse übersehen. Kann sowas nur passieren? Jodie, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Wo fahren wir denn hin? Die DPA hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Na toll. Weiterfahren. Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Als ob. Ist okay. Ich tu's. Okay, gehen wir's an. Verdammt, Nathan! Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Cool. Ich freue mich, dass ich das machen darf. Verzeihung, wir können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Ja, Leute, ich mach das für euch, alles klar? Ich riech das für euch. Kein Ding. Das ist ein Albtraum. Das gibt alles keinen Sinn. Also, das macht ja richtig Bock hier, wenn man das so sieht. Wie sehen Sie aus? Wir beheimlichen uns etwas. Oh, ja. Das ist unmöglich, einzuhalten. Na, nu, komm. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jodie, die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaffe das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Ach Mensch, ich mag sie. Sie ist irgendwie so süß, keine Ahnung. So ein süßes, tapferes Mädchen einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Ach was. Ich hätte gar keine Angst, wenn ich das alles so sehen würde. Kann man eigentlich auch ein bisschen schneller laufen? Oder, naja, ich meine, ja, okay. Never mind. Warum frage ich eigentlich? Will man da wirklich schneller laufen? So. Was machen wir jetzt hier? Ist das ein Lift? Kannst du da was tun, Aiden? Was kann er denn tun? Was kann man tun? Was ist das? Was kann ich hier machen? Oder ist das, muss ich hier durch? Oder. Hier komme ich nicht durch. Aber was ist denn das? Da zeigt mir doch irgendwas an. Ich glaube, ich gehe schon wieder zu weit weg, oder? Hier ist irgendwas. Was ist das? Was ist denn das?
Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet? Hä, was habe ich denn jetzt hier freigeschaltet? Okay, das hatte auf alle Fälle jetzt mal nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich machen sollte. Muss ich nachher mal gucken, was das war. Denk mal, ich muss auf der anderen Seite gucken, ob ich irgendwie hier die Tür aufkrieg. Nach unten bewegen. Oh weia. Gut, nach unten bewegen. Was aber nicht funktioniert. Ah, jetzt. Okay, ich darf nicht nach unten gucken, dann kann ich mich nach unten bewegen. Aber... nichtsdestotrotz... Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Wir kicken den hier raus, dann müsste der eigentlich hochkommen, oder? Aber blöde Frage. Ich meine, wollen wir jetzt wirklich mit dem Lift fahren? Ich meine, das ist ja... Ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Idee ist jetzt. Wirklich nicht. Aber gut. Oh Mann. Ach Mensch. Will man halt echt nicht sehen, schon gar nicht, wenn man so jung ist. Was macht sie denn jetzt? Ah, okay. Komm schon. Wow. Gut. Und jetzt? Wir sind da, oder was? Nee, sind wir nicht. Wir fahren jetzt erstmal runter. Das ist ja geil. Und was passiert, wenn wir schnell raus müssen? Oh wei. Ich hab richtig Bock. Wie geht's euch so? Ich hab richtig Bock. Ich hab sehr viel Freude daran, dass wir ein bisschen Grusel-Content spielen gerade. Was haben wir hier? Boah. Nur noch mehr Tod. Da drin. Deswegen musst du mich nicht so durchschütteln. Ich kann ja auch nichts dafür. Jetzt muss sie den noch wegziehen da. Ach Gott, ey. Als ob die den ziehen könnte. Ist ja viel zu schwer. Ich werde wahnsinnig. Ich frage mich, ob die sich nicht vielleicht gedacht haben, es ist zu viel, was wir von der Kleinen verlangen. Keine Ahnung. Oh nee. Ach nee, was ist denn das jetzt? Jody, kannst du dich mal kurz umdrehen, bitte? Was passiert denn jetzt hier mit dem Kerl? Boah! Oh. Hä? Versuch's bitte von der anderen Seite. Was ist das? Ah, okay. Aber dann gibt es hier noch andere Sachen. Ach so. Macht das überhaupt Sinn, was ich hier gerade mache, oder? Das ist ja nur zum... Okay, und wieso leuchten die hier so? Was kann ich bei denen machen? Ich mache einfach nur gerade alles kaputt, ne? Das sollte ich vermutlich nicht machen, oder? Keine Ahnung.
Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ach, ich bin schon wieder zu weit weg. Nee, okay, es dürfte hier eh sonst nichts geben. Oder? Feuer, werde ich wohl kaum durchkommen. Schauen wir mal, was ist jetzt passiert. Ich meine, es brennt hier, also ich wollte es nur gesagt haben. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Muss ich auch wieder die Erinnerungen? Sofallteam weiß Bescheid. Sie sind unterwegs. Boah. Also, die sind halt wirklich komplett am Ausrasten. Die erstickt doch hier unten, die Kleine. Na, geht das jetzt oder was ist los? Ah, jetzt. Boah. Was ist denn das? Warum machen die das? Oder das? Wirklich, keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt? Wo soll ich denn hin überhaupt? Hier geht's ja nirgends weiter. Ach, warte. Okay, Aiden ist dran. Willst du da jetzt wirklich reingehen? Ich bin mir ja nicht so sicher, ob das klug ist. Über das Feuer, oder was? Lol. Scheißt sich nix, die Kleine. Gut, das dürfte mal auf der anderen Seite sein. Nehme ich mal ganz stark an. Was ist das denn jetzt? Kann ich mit Aiden irgendwas machen? Nee. Oder? Achso, da muss ich eh so wieder hinlaufen. Ja, ich meine, ich will ja nichts sagen, aber erstens mal muss es da ja brennen. Uah! Alter, nein! Oh Gott! Oh Mann! Mann, ich hasse das! Echt jetzt, diese scheiß Jumpscares immer! Alter! So, komm, jetzt mach. Ich mag nicht mehr. Wie, es muss grün sein, glaube ich, ne? Wie kriege ich denn das? Ich check das nicht. Muss das auf sie lenken. Das funktioniert nicht. Ah, jetzt habe ich's. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines temporären Brunnens. Sieht irgendwie lustig aus, wenn die da so stehen und quatschen und hinten brennt aber das Feuer. So als wie wäre das schon so gewesen, wo die da ihre Besprechung hatten. Jo. Mann, kann das mal aufhören. Jetzt? Nimm den nochmal, bitte. Aiden, kannst du den Radio ausschalten? Das nervt. Warte. Hätte man den ausschalten können? Nee, hätte man eh nicht. Okay. Aber hier kann man wieder irgendwas machen. Was ist das?
damit sie was zu trinken kriegt. Muss doch eine ganz trockene Kehle haben. Kommt nirgends was raus. Oh, warte. Was ist denn da? Was ist das denn? Ah, okay. Ja, das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Als dass ich, als dass ich sie mit dem... Oh. Als dass ich sie mit dem Stuhl hier schmeißen lasse. Gut, wir machen einfach mal weiter. Habt uns ja auch was zu zeigen, ja? Es ist gar nicht so einfach, das hier hinzukriegen irgendwie. Vor allem irgendwie müssen da beide Hirnhälften richtig zusammenspielen und das tun sie bei mir definitiv nicht. Na jetzt komm. Kann auch nicht sein. Nicht so schwierig sein. Och Mann, das haben sie echt blöd gemacht, sorry, aber das ist doch Bullshit. Und dann hört das einfach wieder auf einmal, also keine Ahnung. Nun komm! Ja, nee, ich bin gerade echt zu blöd. Ich lasse es einfach gut sein. Ich hab gesagt, ich lasse es gut sein. Geh weg jetzt. Pass ihn nicht mehr an. Geh weg. Lass ihn. Muss ich ihn an... Nee, okay. Den hier vielleicht, damit ich weiß, wo ein Feuerlöscher ist. Kann doch echt nicht so schwer sein, oder? Warum kriege ich denn das nicht hin? Leute. Sag mal, habt ihr das Spiel gespielt und habt euch auch so schwer getan? Sagt mir das mal. Könnt ihr mir das erklären, ob ihr euch da auch so schwer getan habt damit? Kann doch echt nicht... Es ging doch vorhin noch. Ah. Doch nicht wahr, oder? Jetzt. Ah, der liegt da. Das sind ja voll die komischen Viecher. Okay, wo ist der? Wo ist der? Das muss ich sicher mit Aiden machen, oder? Wo ist das? Warte mal. Ein Feuerlöscher. Ah, da. Oh, heiß. Funktioniert das? Ja, funktioniert. Okay. Und jetzt? Wow, 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 wow. Boah, ey. Boah, Mann. Okay, warte, Jody, das muss doch jetzt Aiden hier. Komm, Aiden, wir machen das für sie. Wenn da oben jetzt das Glas runterrutscht, ich will ja nichts gesagt haben. Oh Mann, ey. Da sitzt ja auch noch einer. Was ist mit dem?
oder was? Woher kommt denn das? Kommt das von ihm hier? Ist das er? Lebt er noch? Nein, der lebt nicht mehr. Definitiv nicht. Was willst du hier? Kleines Miststück. Wow. Was soll das denn? Wer heult denn hier? Wo kommt das denn? Ach, hier! Hallo? Nein, nein, bitte geh weg! Geh weg, bitte! Oh Gott, nein, bitte! Ist gut. Ich bin Jodie. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Existenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt, aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Du solltest abhauen. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Wow. Was für eine aufmunternde... Oh, weia. Ach, Mann. Stirb, du Miststück! Stirb! Wow! Oh, fuck. Meine Güte, was ist denn? Aiden muss so irgendwas machen, oder? Oh je. Oh. Nochmal. Oh. Verdammt. Boah. Oh. Fuck. Sie schmeißt halt einfach mit einem Computerbildschirm. Der ist halt auch... Was muss ich denn... Wow. Der ist halt auch nicht mal so leicht, ne? So ein alter Bildschirm. Jetzt ist doch mal Schluss, oder? Schluss jetzt. Oh, weia. Mann, ey. Das arme Mädel, wirklich. Ey, das ist doch scheiße. Ernsthaft. Das würde man ihr am liebsten abnehmen. Jetzt ernsthaft, oder? Nicht? Ich fühl mich richtig scheiße, wenn die das durchmachen muss. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber trotzdem. Probieren wir es nochmal. Ich sehe es nicht. Ach, jetzt so. Ist das fies. Wie viel Tod die sich einfach hier angucken muss. Das ist doch echt wahnsinnig. Und jetzt? Ich glaube, jetzt ist Aiden an der Reihe. Noch ein bisschen? Ja. Das sieht doch schon besser aus. Ach, Mann. So. Kann ich hier noch was machen?
Oder muss ich einfach durch? Ich muss einfach durch, wie es aussieht. Ja, okay. Da musst du jetzt durch, Jody. Und jetzt? Ah, Mann! Oh! Oho! Boah! Ach komm, ey! Ja, nee. Also manchmal macht man zwar was, dass man ausweicht, aber es funktioniert irgendwie nicht. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es wirklich an mir scheitert, weil ich was Falsches drücke, oder ob das Game irgendwie nicht so richtig reagiert teilweise. Ich hatte früher, glaube ich, die Probleme nicht so extrem. Wobei ich mich ja nicht mehr richtig erinnere. Also, wer weiß das schon. Gut. Biohazard, cool. Das der Kondensator ist nah. Muntert auf. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch.